Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Ich bin euer lieber Odo und es schaut schön aus. Wir haben einen Krieg gegen Persien gestartet und das schaut gar nicht so schlecht aus. Also irgendwie. Schaut so aus, als könnten wir den Krieg gewinnen. Persien hat keine Verbündeten, die ihm helfen können mehr. Auch sind sie noch im. Auch sind sie noch mit Russland in Waffenruhe. Das heißt, Russland kann nicht weiter bei ihnen intervenieren. Was ich gut finde. Und wir haben immerhin schon 16%. Wir haben erst 50%, erst 50% des Gebiets erobert, aber da sind wir schon fast bei 100%. Gleich haben wir es. So. Ich überlege gerade, wo ich euch. Nö, ich lasse euch da stehen. Ich gehe euch nicht nach Sahedan. Okay. Schauen wir mal, was passiert. Hey, wir können eine Maschinenteilefabrik produzieren. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ah, der geht nach Sahidan. Der ist okay. Wann ist er denn dort? Am 23. April. Ich da jetzt reingehe. Sind so früh dort. Ah, den lassen wir einfach nach Sahidan kommen. Ah. Aber jetzt. So, 75% vom Gebiet, das wir erobern wollen, haben wir damit eingenommen. Ja, passt. Um ehrlich zu sein, ich will mit denen gar nicht mehr kämpfen. Die sollen da ruhig rumgehen. Wow, wo gehen denn die hin? Nach Birjand. Sechsten. Ah, okay, gut. Können Sie machen. Ist mir wurscht. Ach so, Teheran sind wir fertig. Gehen wir nach Qom. Da baut er nämlich, glaube ich, gerade irgendwie was. Das heißt, das ist eine gute Idee, dort reinzugehen, um möglicherweise entstehende Truppen gleich einmal aus dem Weg zu räumen. Okay, was wollte ich jetzt noch schauen? Ja, warten wir noch, bis wir dieses Gebiet haben. Und nachdem wir jetzt bereits 75% haben, kriegen wir auch schon Warscore dafür. Und ich glaube, der Warscore sinkt, wenn wir 100% erobert haben, also den wir erreichen müssen ein wenig. Pragmatismus ist gut. Yay, Früchte, Getreide, Tee wieder besser. Das ist auch gut, nachdem wir hauptsächlich sowas da herstellen bei uns. Okay. Jetzt und komm. Nach Birjand. Okay. Geht trotzdem hin. Lässt sich nicht von uns abstrecken. Schaut was an. So, jetzt haben wir mal 100% von dem erobert.
machen wir mal folgendes. Hallo Persien. Na, noch immer nicht. Aber noch viel zu wenig. Aber wir kriegen jetzt jeden Tag ein paar Prozent dazu. Außerdem Russland. Ihr seid unsere großen Freunde. Wir wollen, dass ihr verbündet werdet irgendwann einmal mit uns. So, wo haben wir gewonnen? Bila haben wir gewonnen. Okay. Das ist die Truppe, die ich nicht verlieren möchte eigentlich, wenn möglich. Na, bei andererseits. Auf nach Jask. Nicht müssten wir stärker sein als die. Wir haben immerhin drei Kanonen, zwei Dragoner und ein paar Truppen, die wir nachschicken. An und für sich müssten die auch aufgerieben sein, wenn wir sie vertreiben können. Und wir haben einen Angriff von 4. Boah, Nihal Singh, du bist ein Wahnsinn. Aber der hat eine Verteidigung von 4. Boah, Abdulazim Khan, du bist ein Wahnsinn. Trotzdem glaube ich, dass wir gewinnen. Wir haben mehr Artillerie, wir haben mehr Infanterie, wir haben mehr Kavallerie. Und es ist flaches Terrain, wo wir keinen Terrainmalus haben. Ah, schaut gut aus. Gut, ihr geht's daher. Wir besiegen diese Truppe. Bam. Alle 15.000 weg. Gut. Hätten wir das erledigt. Auf nach Yasui. Oder nach Isfahan. Yasui. Isfahan. Isfahan. Ah, du bist auch schon fertig. Und nach Arak. Also vollkommen egal, wo wir hingehen. Alle Gebiete sind nicht gut. So, schauen wir mal. Persien, wie schaut das aus? Ah, 35%. Das war gut, was wir da gemacht haben. Was mich ein bisschen irritiert ist, obwohl ich seine Hauptstadt erobert habe bereits, oder unter meiner Kontrolle habe bereits, ist es so, Isfahan wird auch was ausgebildet, dass ich nicht mehr Prozent habe. Arak und Jask. Okay. So, wir haben zwar ein Minus hier, aber es ist so gering, dass wir den ganzen Krieg wahrscheinlich durchstehen. Wo auch immer du hingehst, du bist uns egal. So, und da haben wir auch noch ein paar Truppen, die übrig geblieben sind. Gut. Gorgan ist auch okay. Gorgon. Ach, bitte, da sind schon wieder so viele Truppen. Wieso baut denn der so viele? Wo kann er denn die hermachen? Gar nicht gut. Na komm schon, biet mal an, dass ich das Gebiet krieg. Dir muss doch klar sein, dass du den Krieg nicht mehr gewinnen kannst. Also mir wäre es klar, auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt. Na gut, ich bin auch kein psychopathischer Irrer. Arak gewonnen. Sehr gut. Gibt es hier irgendwelche Gebiete, wo der schon irgendwelche Industrie hat? Das wäre natürlich schön. Das schaut nicht so aus. Gehen wir weiter nach Hamadan.
Java gewonnen. Sehr gut. Und den haben wir dann sind wir auch gut. Eine Webmaschine, Wolle- und Baumwollproduktion verbessert, auch gut. Auch das sind Sachen, die wir relativ viel bei uns im Land haben. Nur Kohle haben wir wenig. Aber bald, bald haben wir Kohle bei uns im Land. Ah ja. So, Isfahan. Auf nach Yasui. Wie schaut's aus? Wie wär's mit Frieden? 43%. Sie würden das Angebot annehmen. Na, dann machen wir doch glatt. Wie schon gesagt, mehr können wir uns jetzt eh nicht erlauben wegen unserer Infamie. Und da die Beziehungen verbessern, dass wir auf 200 raufkommen, damit der nie wieder auf die blödsinnige Idee kommt. Gut. Khorasan ausgezeichnet. So, dann werden wir Folgendes machen. Wir werden demobilisieren als erstes Mal. Dann bringen wir unsere Armeen zurück nach Hause. Du gehst nach Mashhad. Du gehst nach Farah. Du gehst nach Lahore. So, wieder drei Armeen eigentlich. Genau, und die 9. Armee, die teilen wir dann je nachdem auf. Vor allem deswegen, weil wir ja das Problem haben, dass da viele jetzt nicht mehr erhalten werden können. Das heißt, wir müssen dann eh umorganisieren. Das machen wir dann gleich. Sobald wir in unseren Gebiet. Warte mal, was war das mit Dings, mit Großbritannien? Führt Großbritannien in einen Krieg? Kann das sein? Ja. Die haben doch nicht etwa mobilisiert, die Irren. Doch, die haben mobilisiert. Das gibt's ja nicht, um gegen Hatchers Krieg zu führen. Das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein. Nicht mehr Italien hat mobilisiert und die führen gegen Marokko Krieg, das stärker ist. Und Italien ist schwächer als Großbritannien. Ach Gott. Die Briten sind so unfähig, das ist unfassbar. So, dann werden wir da mal schauen. Da werden wir ein bisschen runtergehen. Auf sagen wir 50%. Da gehen wir auch wieder ein bisschen runter auf 55, dafür gehen wir darauf auf 61 oder machen wir vielleicht 70 sogar. Schaut nämlich ganz gut aus noch. So, euch gehen wir auch ein bisschen weiter rauf. So, 45%. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Schaut gut aus. Monetärtechnisch. Gut, dann müssen wir, was müssen wir noch machen? Wir schauen uns die Fabriken noch einmal an, wie es denen geht, weil. Schauen wir mal nach, wie das mit den, mit unseren Geistlichen ist. 3,9%, das können wir auf jeden Fall, Entschuldigung, abdrehen. 2,8 lassen wir noch ein bisschen arbeiten. So, dann schauen wir mal Khorasan. Oh, das ist eine miese Gegend eigentlich. Nur 116.000, das ist sogar Belutschistan größer. Da gehen wir mal ein paar Dings her. Ein paar. Machen wir ein paar Geistliche. Wir haben 1,2% derzeit. Müssen wir mehr machen. Wie war das mit Khorasan? Sind aber noch immer eines der
besseren Gebiete. 3,2% geistlichen, also wenigstens da müssen wir uns nicht drum kümmern. Alphabetisierungsmäßig sind die ganz gut. War ganz gut, dass ich die erobert habe. Persien dürfte da etwas besser drauf sein als wir. Egal. So, was wir auf jeden Fall in Khorasan brauchen, ist eine Fabrik. Warte mal. Da ist Khorasan. Wir haben hier Kohle, Kohle, Kohle. Yay. Und Baumwolle. Wow, das ist ein schönes Gebiet. Da kann man schöne Fabriken bauen. Mit Kohle, Kohle, Kohle machen wir mal eine Stahlfabrik. Als erstes. Schauen wir mal, ob sich die dort auszahlt. Immerhin haben wir Kohle vorhanden, wenn wir schon kein Dings haben, kein Eisen. Außerdem, genau, bauen wir gleich eine Eisenbahn rein. Weil wir können es ja. Ah, dieses gebirgige Gebiet ist eine Frechheit. Da kann man nirgends Eisenbahnen reinbauen. Ist echt ärgerlich. Heißt das, da kann man nie eine Eisenbahn hier bauen? Also nein, das ist schon Stufe 1. Yay, wir haben Hinterlader. Wir können jetzt Garde bauen, das ist gar nicht mal so schlecht. So, zurück zur Kultur oder zur Industrie. Wollen wir Eisenbahn weitermachen? Oh, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Staat und Regierung ist auch nicht schlecht. Erstens bringt es uns einen nationalen Fokus. Die sind auf jeden Fall nicht schlecht, wenn wir die haben. Ein bisschen Pluralität ebenfalls. Und minus 10% auf das. Also ich Hinterlader, wo ich das brauche. Ja. Also wenn ich den Start habe, dann kriege ich vielleicht. Dann kriege ich vielleicht als nächstes die Möglichkeit zu kolonialisieren. Sehr gut. Wie schaut's aus? Ihr habt schon einen Marinestützpunkt. Gut. Ist jetzt auch fertig. Ich überlege gerade, durch. Auch Schiffe gleich bauen soll. Naja. Da ist das Fort noch nicht fertig. Wir bauen ein Fort. Wir bauen noch ein Fort. Wir machen die Pause aus. So, jetzt haben wir hier dreimal Armeen. Boah, denen geht's nicht gut. Aber es ist eh nicht schlecht. Machen wir mal das alles weg. Alles was sich nicht selbst erhalten kann. Die gilt das auch. Pff. Bleibt nicht allzu viel übrig. Oh, naja gut. Und jetzt auch noch nicht allzu viel nachmachen. Wir können jetzt Garde bauen. Machen wir Garde mal. Und noch eine Artillerie. So. Uiuiuiui. Okay, da haben wir einen Dragoner zu viel drinnen. Den schicken wir in der Zwischenzeit mal darauf. Da haben wir überhaupt nichts drinnen, was wir brauchen könnten. Wie geht's da? Das ist so ziemlich die vollständigste von den Armeen, die beiden. Sind auf jeden Fall vollständiger als diese hier. Na gut. Schauen wir mal. Wir haben ja jetzt eh ein bisschen Zeit, um aufzurüsten. Okay. Briten haben Somaliland, osmanisch Somaliland erobert, das gefällt mir nicht. Dort will ich mich okay, ich wollte mich einsiedeln dort. Ich hätte mir vielleicht Afrika ab und zu anschauen sollen, bevor ich da weitermache. Hey, die Italiener haben auch einen Teil von Afrika besiedelt, die Briten, die Holländer sind da. Ha, vielleicht kriege ich aber Djibouti wenigstens. Djibouti wäre cool, das hätte ich gern.
So, apropos, sind wir eine Sekundärmacht? Ja, wir sind eine Sekundärmacht. Gut. Der Krieg hat also doch nicht ganz, war doch nicht ganz umsonst. Mal abgesehen davon, dass wir eine schöne Kohlequelle gefunden haben. Wir sind zwar in keinster Weise in Richtung Indien weitergewachsen, aber wer weiß, wozu es gut ist. Der Hinterland ist auf jeden Fall nicht schlecht. Mal schauen, ob die Perser sich jemals dafür rächen versuchen, dass wir ihnen Khorasan weggenommen haben. Kann schon mal sein. Wir brauchen auf jeden Fall Russland als Verbündeten. Russland, wie wär's mit einem Bündnis? 169, das ist besser als vorher. Muss ich ehrlich zugeben. Aber es ist noch immer eine Katastrophe. Ach weh. Okay. Schauen wir mal. Wir haben jetzt 133 Punkte. Die niedrigste Großmacht hat derzeit 274 Punkte und ist Belgien. Oh, eigentlich ist es sogar schon hinter Österreich. Ich müsste mal 283 schon schaffen. Das heißt mehr als doppelt so viele Punkte, als wir jetzt gerade haben. Österreich hat 100 Punkte aus Industrie, bist du wahnsinnig. Aber Russland zum Beispiel hat nur 32 und Russland haben wir bald, was Industrie betrifft. Also so gesehen gibt's Schlimmeres. Okay. Können wir noch welche Truppen bauen? Garde geht sich nicht aus, ist eh klar. Mehr Sozialisten. Ich brauche aber Liberale am Anfang. Husaren, jetzt können wir Husaren bauen, das ist gut. Husaren, bauen wir gleich mal an Husaren. Können wir vielleicht gleich diese Kavallerie, die da ist, ersetzen? So, dann können wir gleich noch einen zweiten Husaren bauen. Nein, Garde. Nur wenn Garde geht, machen wir Garde. Ja, da fehlen sowieso noch zwei Infanterieeinheiten. Oh, Marokko war mal. Ist mal Geschichte, da fehlen auch zwei Infanterieeinheiten. Nehmen wir mal an, da fehlen auch Infanterieeinheiten. Nein, das sind genug Infanterieeinheiten. Okay. Also Infanterie ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn wir bauen. So, wie schaut das da aus? Haben wir da irgendwelche Gebiete, die wir noch überhaupt nicht entwickelt haben? Nein, schaut ganz gut aus derzeit. Ein internationaler Konflikt. Dazu entschlossen, Lettland im aktuellen Konflikt zu unterstützen. Oh, Freiheit für Lettland. Vielleicht ist das ein schöner großer Krieg. Okay, Frankreich, die brauchen gar nicht warten. Man braucht gar nicht schauen und Frankreich ist schon auf der Seite von Russland. Ah, Italien ist auf der Seite von einem norddeutschen Bund und damit war es das eh schon. Wenn Großbritannien es nicht schafft, seinen Krieg bald zu gewinnen. Na, jetzt haben es 100% das letzte Gebiet erobert.
brauchen wir. Okay, da haben wir noch eine Kavallerie, die wir gleich entsorgen können. So, dann haben wir noch Armee bauen. Einen Dragoner brauchen wir auch noch. Mhm. Hey, Russland hat uns in die Einfallssphäre genommen. Yes. Russland, schau her. Wir würden gerne ein Bündnis mit dir machen. Sie werden nicht akzeptieren. Aber nur noch minus 93. Na, immerhin. Wir sind schon unter 100 im Minusbereich. Das ist traurig. Truppenstärke, Flottenstärke, Basiszurückhaltung. Wieso ist die Basiszurückhaltung minus 50? Allein das ist eine Katastrophe. Mit der politischen Überlegung von minus 72 ist es praktisch unmöglich, da drüber zu kommen. Ich muss 122 mit meinen positiven Dingen erreichen. Und wenn meine Infamie so bleibt, wie sie ist, und das wird sie wohl eine Weile dauern. Na gut. Okay, machen wir. Beziehungen verbessern. Dann sind wir zumindest ein bisschen näher an dem, wir können ein Bündnis eingehen, Punkt. So, du gehst daher. Du brauchst auch noch einen Husaren. Du brauchst noch viel. Ganz, ganz viele tolle Dinge. So, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage. Du kannst gleich mal daher gehen. Wird sich Großbritannien hier auch mit einbeziehen? Das könnte ein Krieg werden, so wie das ausschaut, wenn, vor allem wenn Großbritannien nicht dabei ist. Bayern? Auf wessen Seite wirst du dich hinzugesellen? Auf der russischen? Das könnte wirklich ein Krieg werden. Hm. Und ich glaube fast... Ich glaube fast, dass Norddeutscher Bund und Italien ein bisschen stärker ist als Russland und Frankreich. Hundertprozentig sicher bin ich mir allerdings nicht. Hm. Belgien ist auf jeden Fall keine wirkliche Bereicherung, egal auf welcher Seite die kämpfen. Die sind nämlich, glaube ich, militärisch sogar schwächer als ich. Militärisch 21. Die sind noch schwächer als Bayern. Die sind eher Lieferant für Punkte vom Gegner, als dass sie irgendwas Positives beisteuern könnten. Naja, gut. Kann man auch nichts machen. Mhm. Ah, Belgien ist nicht einmal meine Großmacht. Oh, ein weißer Frieden. Doch nicht. Doch, so wichtig war es ihnen also doch nicht. Wahrscheinlich, weil Belgien weggefallen ist. Immerhin war Belgien keine Großmacht mehr. Oh, Österreich, wie unerwartet. Die kommen immer wieder. Wir sind wie ein Stehaufmännchen, egal wie oft man draufhaut. Das Land ist einfach riesig. Das liegt daran. Hm. Achso, warte mal. Ah ja, wir haben 160 Kolonialmacht. Wir brauchen gar keine Schiffe, um das zu verbessern. Ich glaube, wir werden auch keine Schiffe bauen. Wäre schön, wenn wir Djibouti als Kolonie kriegen würden. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, Kinder. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend, meine Lieben. Wir werden für heute aufhören. Der geht daher. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Oh, Hinterladeraufrüstung. Unser Heer wird teurer.
Aber auch stärker. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, schlaft gut und träumt was Schönes.